Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben hier den letzten... Die letzte Protosubstanz geholt, beziehungsweise die vorletzte auf dieser Map. Hier unten geht es jetzt weiter für uns. Damit wir dann auch hier alle Protosubstanzen haben. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Ohne, dass wir wieder großartige Schwierigkeiten haben wie eben. Dass wir das gar nicht erst finden. War ja schon tricky in der letzten Folge. So, einmal aussteigen bitte. Wir brauchen mal kurz die Statur. Nur noch einen letzten Felsen gilt es zu finden. Dann wartet endlich der Schatz auf uns. Tja, ich glaube, das wird nichts, weil... Wir haben ja den guten Mafiosi hier wieder gesehen. Und ich bin mir sicher... dass die uns da irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch überfallen werden. Wo zeigt der hin? In die Richtung. Also in die. Okay. Den Buggy lassen wir jetzt mal stehen. Entweder ist es auf dem Berg... Okay. Nicht da lang, ne? Nee. Also, könnte zwar trotzdem noch, dass wir dann vielleicht da unten noch rein müssen, aber... Zuerst einmal wirkt es nicht so. Okay, da kann man auf jeden Fall schon mal hoch. Wenn man hier natürlich hochkommen würde. Wie sollen wir da hochkommen? Da war auch eine Sackgasse, ne? Wenn wir jetzt hier eine Schnellreise hinmachen, ist das dann zu weit? Da in dem Loch oder was? Irgendwie hinter dem Berg hier oder was?
komm schon. Jetzt springt er da nicht mehr rüber. Ich krieg doch einen Krieg. Ich krieg die Krise hier. Gibt's da überhaupt einen Ausgang? Nur den obigen. Sonst kein. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Aber ich habe da gerade eine Haltestelle gesehen. Scheinbar war ich hier noch nicht. Können wir ja mal so lieb sein hier. Zack. So, alles wieder ordentlich. Komm, lass dich drücken, kleiner Chocobo. Ja, so ein Feini. Okay, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Hier kommen wir hoch. Hoch. Da ist es. So, mal sehen, wie es jetzt erwischt. Wir hatten jetzt schon Yuffie, Cloud. Und Red, ne? Achso. Barrett. Was könnte denn seine Schwäche sein? Eis? Ja, natürlich. Kaktus steht doch meistens in der Wüste, also macht den Hitze nicht so viel. Warum ist der eben schon wieder ausgewichen? Okay, das sollte der letzte sein. Ich muss wohl dieses
Wem erwischt es? Mal sehen. Oh, alle drei. Das war ja sowas von klar. Sehr gerecht verteilt. Ich hoffe, ich störe gerade nicht. Ich habe meinerseits etwas in den Chroniken des Gebieters recherchiert. Und zwar soll der Wüstenschatz ursprünglich aus einer anderen Welt stammen. Und haltet euch fest, es heißt, sein wahrer Besitzer sei ein legendärer Schwertmeister. Ein legendärer Schwertmeister? Genau. Vermutlich gibt Gobby uns deshalb all diese Prüfungen. Er möchte Cloud auf die Probe stellen. Ah, okay. Für diese letzte Prüfung strömen die Kantoren bereits von überall her zusammen. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auch den meistern werdet. Viel Erfolg! Prima. Mal los. Tja, eine Schnellreise dahin ist nicht möglich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Versuchen wir es. Ob wir da einfach rumfahren können. Okay, war möglich. Einmal absteigen, bitte. Ajo. Einmal aufmachen, bitte. Ippims, Claudi. Prüfung antreten wollt. Auf eurem Weg hierher musstet ihr euch bereits unzähligen Taktoren stellen. Kennt ihr die Chroniken des Gebieters? Dort heißt es, dass der Wüstenschatz einst aus einer anderen Welt hierher gelangte und sein wahrer Besitzer ein legendärer Schwertmeister sei. Gemäß den Worten der Heiligen Schrift haben wir den Wüstenschatz seit Generationen beschützt. Und nun bin ich gespannt, ob einer von euch tatsächlich dieser legendäre Schwertmeister ist. Natürlich! Hä? Ich mach das schon. Er ist... Aviva! Aviva! Schäfer! Aviva! 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 Ihre Verteidigung zu durchbrechen ist quasi unmöglich. Mit Ares. 2000 brauchen wir. Mit Ares ist es, glaube ich, so viel schwerer, ne? Es muss also sein. Hoppla. Hä, wie macht sie dann nochmal die Dings? Immer vorbereitet sein. Los geht's! Und los! Mein Dank! Der ist für dich! Bitch! Los geht's!
toll. Die ist ja mega schnell. Okay, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft, wenn jetzt nicht noch was ganz Blödes passiert. So, gleich Ende hier. Mach ich. Oh. Okay, egal. Hauptsache geschafft irgendwie. Reicht. Aeris ist nicht nur schwach, sondern auch langsam. Wahrhaftig. Ihr habt die Prüfung bestanden. Na sicher. Der legendäre Schwertmeister ist zurückgekommen. Ganz genau wie in den Chroniken beschrieben. Und doch gibt es noch etwas, worum ich dich bitten möchte. Nicht so voreilig! Oh. Versuch's erst gar nicht. Sind Legenden oder Gebieter oder was auch immer. Aber der einzig wahre Besitzer dieses und jedes anderen Schatzes auf unserem Planeten ist Don Corneo! Ihr habt gehört! Und jetzt drückt endlich diesen verdammten Schatz raus! Was passiert jetzt? Ihr Schurken! Ach ja, den gibt's ja auch noch. Ihr war es, meinen Schatz an euch reißen zu wollen? Ihr frevelhaften Narren seid nicht würdig, den Namen Genji überhaupt in den Mund zu nehmen. Was wird das denn jetzt? Bleib zurück! Den Schatz zu beschützen ist immer noch unsere Aufgabe. Oh.
noch wer? Glaub nicht, du hättest uns damit am Boden. Der Corneo-Clan hat nämlich schon ein neues Ziel. Und nach unserem Aufstieg wirst du noch auf Knien um Gnade flehen. Don! Dann mach ich dich und deine ganze Stachelsippe hier fertig, klar? Goblin-Gulasch mach ich aus dir! Okay, kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte. Würdest du gegen mich antreten? Ein Duell mit dem legendären Schwertmeister will ich mir nicht entgehen lassen. Von mir aus. Gegen Gobbit. Gegen Gobby kämpfen. Bin gespannt. Da geht noch was. Sehr gut. Ich muss mich leider mal kurz selber heilen. Eine Auffrischung. Jetzt. Wir brauchen kurz Äther. So viel haben wir gar nicht. Tja. Das war's dann. Ziemlich schwach. Barrett nochmal mit seinem Bio hier. Mist. Müsste gehen. Und drauf. Das war's dann. Barrett, ja, voll. Die Legende ist also wahr. Jetzt ist mir auch klar, wie ihr alle meine Prüfungen schaffen konntet. Schatz gehört wirklich und wahrhaftig in eure Hände. Unsere Aufgabe ist hiermit beendet. Und ab morgen können wir unsere eigene Geschichte schreiben. Ja, das werdet ihr sicher. Sollten wir uns eines Tages wiedersehen, würde ich mich über einen erneuten Kampf freuen. Klar. Okay. Du hast Gobbits Prüfung bestanden und wurdest von ihm als legendärer Schwertmeister anerkannt. Die Kaktoren haben sich anlässlich dieser Leistung eine besondere knifflige Aufgabe einfallen lassen und warten mit einem Missionsmodus bei Kaktorenkrawall auf, den nur ein wahrhaftig legendärer Schwertmeister bestehen kann. Nicht weiter relevant. Coral-Region abgeschlossen. Trophäe bitte. Schatz von Wüste beschützen. Schon wieder? Du warst es, der den Sandriesen kontrolliert hat. Stimmt's?
Angelockt vom Ruf Genjis kam ich geschwind, nichts als Sand und brütende Hitze vorfindend. Du schon wieder? Komm, stoßen wir auf den Mond an. Ich verzichte. Eine solche Einladung einfach auszuschlagen zeigt, dass du keine Manieren hast. Was erwarte ich auch von einem Dieb? Einem was? Wie soll ich dich denn sonst nennen? Dich, der sich das Eigentum anderer unter den Nagel reißt. 6 Teile meiner Genji-Ausrüstung. Helm, Brustpanzer, je 2 Arm- und Beinschienen. Alle gestohlen. Nur ein Teil meiner Ausrüstung ist mir geblieben. Ja! Einzig und allein, der Genji-Schild ist noch mein. Eine weitere Protosubstanz? Ich sagte doch, das ist meine Ausrüstung! Wenn ich alle 7 Teile zusammen habe, erlange ich meine Erinnerung zurück. Dann werde ich endlich wieder wissen, woher ich kam und wohin ich gehen wollte. Kämpfen wir! Ein Duell auf Leben und Tod um die Genji-Ausrüstung! Okay. Ich bin Gilgamesch, der einzig wahre, legendäre Schwertmeister. Und der schicksalhafte Ort unserer Begegnung soll sein... Gilgamesch Insel! Du kannst doch... Okay. Irgendwas scheint jetzt da in der richtigen Region hochgekommen zu sein. Da können wir jetzt wahrscheinlich selber irgendwie hin. Du warst großartig, Cloud. Ich habe eine Landmasse im Meer geortet, die bisher noch nicht an dieser Stelle war. Es ist kaum zu glauben, aber... eine neue Insel ist entstanden. Okay. Ich bin mir sicher, dass dort der legendäre Schwertmeister und seine Ausrüstung warten. Meine Aufregung lässt sich nicht mehr unterdrücken. Welche Daten werden uns wohl auf dieser neuen Insel erwarten? Cloud! Unsere Suche nach der Protosubstanz nähert sich ihrem Höhepunkt. Danke, dass du mich auch weiterhin unterstützt. Gigamesh-Insel. Von Gobby erhalten. Okay. Wo ist das? 8 von... Achso, wir haben hier jetzt auch neue. Aber wo war jetzt die Dings? Diese Protosubstanz. Ach da. Okay, wir müssen auf jeden Fall da nochmal rüber. Nämlich hier hin. Denn dort scheint es eine neue Nebenmission zu geben. Die nehmen wir uns gleich an. Vorher machen wir nochmal einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn du mir was da lässt. Schalt morgen gerne wieder ein. Und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.